Wir machen mal eine relationale Algebra. Können Sie den Ton hinten hören? Das ist laut genug. Mehr kommt da nicht raus. Das passt. Okay, gut, wunderbar. Also relationale Algebra, nochmal kurze Wiederholung. Ich habe diese Folie etwas nochmal anders hingeschrieben. Zwar diese Signatur, weil eigentlich, was diese Operatoren ausdrücken, ist sowas wie das hier. Also hier haben wir die Menge aller möglichen Relationen. Also wenn Sie sich jedes mögliche Schema dieser Welt vorstellen und für jedes Schema können Sie ja unendlich viele Ausprägungen von Relationen sich erzeugen, dann ist das eigentlich die Signatur von einem Operator. Das heißt nichts anderes als, da geht irgendeine Relation mit einer bestimmten Ausprägung, mit einem bestimmten Schema rein in diesen Operator und der wirft jetzt eine andere Relation, also eine andere Ausprägung mit einem möglicherweise anderen Schema wieder raus. Mehr ist hier nicht gesagt. Relation geht rein, Relation geht raus. Ja, und typisch, und da ist sowohl die Ausprägung mit gemeint, als auch das Schema. Jetzt gibt es natürlich bei bestimmten Operatoren, zum Beispiel bei der Selektion haben wir gesehen, da wird das Schema nicht verändert. Bei der Projektion wird es schmaler gemacht. Solche Einschränkungen gibt es, aber ganz allgemein wäre es diese Schreibweise. Und binär heißt einfach, okay, ich habe zwei davon. Ja, zwei Relationen gehen rein, eine Relation kommt raus. Also egal, was ich mache mit den Operatoren, da kommt immer eine Relation raus. Und ich kann diese Operatoren zusammenstecken in so Bäumen, um so ziemlich alles zu berechnen, was ich berechnen will. Und da hatten wir jetzt letztes Mal, wie geht das Ding wieder weiter? Das ist immer so ein Rätsel hier. Genau, da hatten wir letztes Mal dieses Periodensystem der relationalen Algebra angeguckt und wir hatten so mal die ersten 6 Basisoperatoren angeguckt, daraus kann man alles ableiten, also diese abgeleiteten Operatoren ohne die Erweiterung, da kommen wir heute dann drauf zu, da gibt es ein paar wichtige Erweiterungen. Und wir hatten sowas gesehen wie die Selektion, das ist so das Einfachste, was man sich vorstellen kann, heißt einfach, Sie haben eine Relation und Sie wollen eine Teilmenge der Tupel in dieser Relation auswählen. Ja? Also Sie suchen nach irgendwas in einer Relation nach einem bestimmten Kriterium, zum Beispiel alle, wo die ID kleiner 2 ist. Hier als Beispiel, dann werden halt nur die Tupel selektiert und das heißt insbesondere, das Ergebnis so einer Eingaberelation ist immer eine Teilmenge, kann auch gleich sein, dann haben sie nichts rausgefiltert, haben alles übernommen, aber typischerweise ist das wesentlich kleiner als das, was da reingeht in diesen Selektionsoperator. Genau, dann hatten wir das Notebook angeguckt, Projektion, das ist ein Operator, der... Also wenn die Selektion horizontal was wegschmeißt, ja, können Sie sich so vorstellen, da werden so horizontale Teile aus der Relation ausgeschnitten, dann macht die Projektion das vertikal. Da werden Attribute weggeschmissen. Erstmal von der Idee her, ich nehme also ein kleineres Schema, wie hier in einem Beispiel, ich habe ein Eingabeschema von zwei Attributen, ich muss mal umschalten, das muss ich noch lernen, A, B und das Ausgabeschema ist nur dieses A, das heißt, da wird in dieser Richtung irgendwie was weggeschmissen und da muss man jetzt eine Sache beachten ist die Mengensemantik. Es wird zwar vertikal was weggeschmissen, aber horizontal potenziell auch, weil es Duplikate gibt. Dieses Beispiel haben wir hier gesehen. Wir haben halt die eben 5 Eingabetupel. Und wenn ich die jetzt projiziere auf das Attribut A, dann fällt natürlich diese 2 und diese 2, die fallen zusammen auf diese bunt eingezeichnete 2. Und deswegen sind hier nur 4 Tupel in der Ausgabe. Das war die Projektion. Ach, ich muss noch. Hä? Das ist doch ein Bug in diesem Programm. Sehe das nicht. Hier kann ich. Was ist der Trick? Nee, das ist ein Bug. Okay. Genau, da hatten wir die verschiedenen Basisoperatoren, die gehe ich jetzt nicht mehr durch. Vereinigung, Differenz, das ist normale Mengensemantik, wie wir sie auch von normaler Mengenalgebra kennen, Kreuzprodukt. Verbindet jedes Element der linken Eingabe mit jedem Element der rechten Eingabe. Ja, das heißt, wenn ich hier die wieder als Beispiel hatten wir gemacht, ich habe hier zwei Elemente, ich habe hier 3 Elemente, dann ist die Ausgabe 2 mal 3 Elemente groß, also 6 Elemente, weil jedes Tupel aus R1 wird verbunden mit jedem Tupel aus R2. Und das Schema wird einfach konkateniert. Ja, wenn ich vorher links ein Attribut hatte, hier dieses A, und vorher rechts ein Attribut, dieses B, habe ich in der Ausgabe jetzt ein Schema, wo A und B drin enthalten sind. Genau, so viel dazu. Time for new. Nö, das muss ich noch rausfinden. Eben, manchmal geht es und manchmal geht es nicht, warum auch immer. Genau, Umbenennung haben wir gemacht und dann waren wir stehen geblieben beim Theta-Join in der Diskussion. Theta-Join heißt einfach, ich wähle eine Teilmenge des Kreuzproduktes aus. Also das ist auch hier gut zu erkennen in diesem... in der Definition, also ich hatte Ihnen gesagt, Theta-Join ist einfach nur syntaktischer Zucker. Das heißt, eigentlich kann ich das auch darstellen
durch das Kreuzprodukt gefolgt durch eine Selektion unter einem Prädikat Täter. Und dieses Täterprädikat ist hier in den meisten Fällen ein Join-Prädikat. Und das heißt, ein Join-Prädikat, das sich auf Attribute der linken Eingabe und der rechten Eingabe bezieht. Das sieht man hier sehr gut in diesem Beispiel. Ich habe hier eine Relation mit Schema A und B, einmal mit C und D. So, und das Prädikat sagt, B muss gleich C sein. Also wenn du zwei Tupel verbindest, dann muss gelten, dass der Attributwert von B, was ja aus Relation R kommt, gleich dem Attributwert von C ist, was ja aus Relation S kommt. Und genau das sieht man hier mit diesen unterstrichenen Sachen. Ja, hier herrscht Gleichheit bei diesen doppelt unterstrichenen Attributen, die da entstehen. Und ich hatte noch kurz in der Tafel erklärt, aha, wie ist der Zusammenhang mit dem Entity-Relationship-Modell? Dieser Täter-Join, der rekonstruiert Daten entlang der Fremdschlüsselbeziehung. Den werden Sie ständig sehen in der Anfrageverarbeitung. Grundidee von relationaler Modellierung ist ja, die Daten redundanzfrei auf diese Relationen zu verteilen. Und bei der Anfrageverarbeitung, da werden die wieder verbunden mit möglichen Redundanzen. Ich hatte Ihnen ein Beispiel an der Tafel gezeigt, wo dann mein Name stand dann da doppelt irgendwie. Das darf natürlich in den Relationen nicht doppelt vorkommen. Aber bei einer Anfrage, also beim Ergebnis der relationalen Algebra, da kann es dann wieder Redundanzen geben. Das ist genau die inverse Operation zu diesem Zerlegen entlang von Fremdschlüsseln, ist dieser Täter-Join. Genau. Vielleicht muss man in der Pause mal eine andere. Da muss es irgendeinen krassen Trick geben. Kennt jemand PDF-Reader? Nee, das geht nicht. Hat jemand noch Fantasie? Irgendeine fiese Geste, die man hier. Ich krieg das noch raus. Okay, dann machen wir das halt ohne das. Ja, und heute machen wir hier weiter mit dem sogenannten Equi-Join. Equi-Join ist einfach nur eine spezielle Art, das Join-Prädikat zu spezifizieren. Das sehen Sie in vielen Textbüchern auch. Ja, und also wenn Sie einen Täter-Join verstanden haben, macht der Equi-Join eigentlich nichts Besonderes. Wir fangen am besten mal wieder mit dem Beispiel an. Der Equi-Join, der geht immer dann, wenn die Schemata der beiden Eingaberelationen nicht leeren Schnitt haben. Gucken wir uns mal dieses Beispiel hier unten an. Wenn Sie hier sehen, hier haben Sie ja ein Schema, das kann ich jetzt größer machen, Schema R1. Das hat hier Attribute ID und Gehalt. Ich habe ja mal die Typen weggelassen, damit das besser zu sehen ist. Und hier haben Sie als anderes Schema den SID und Bonus. Also ich habe eben gesagt, das wird über einen Schnitt definiert. Entschuldigung, ich habe es gerade durcheinander gemacht mit dem Natural Join. Es gibt so viele Join-Operatoren. Equi-Join heißt einfach, dass ich spezifiziere, welche Attribute ich von links haben will in meinem Join-Prädikat und welche Attribute ich von rechts haben will. Ich sage also, ich habe hier ein Teilschema R1', das nehme ich aus der linken Eingabe mit dem Schema R1. Ja, das ist das Ding hier unten. Und ich sage jetzt, ich will die Attribute ID und Gehalt nehmen. Jetzt sage ich auf der anderen Seite, okay, meine zweite Eingabe R2, da mache ich mir ein Schema R2', irgendeine Teilmenge aus diesem Schema R2. Und das hier, das ist das hier. Und wenn ich diese beiden Schemata definiere, diese beiden Teilschemata, ist dadurch implizit das Join-Prädikat definiert. Also wenn ich das so hinschreibe wie hier unten und sage, okay, ich habe ID, Gehalt und SID, Bonus, dann heißt das, damit ist folgendes Täter-Join-Prädikat definiert, nämlich ID muss gleich sein SID und Gehalt muss gleich sein Bonus. Ja, also ich sage halt von Anfang an hierbei, okay, es wird auf Gleichheit überprüft. Alles, was ich noch spezifizieren muss, ist, welche Attribute sollen denn benutzt werden, wenn ich auf Gleichheit spezifiziere. Das ist ein anderes Interface zu dem Täter-Join, wenn Sie so wollen. Bei dem Täter-Join spezifizieren Sie ein beliebiges Join-Prädikat. Also da kann zum Beispiel auch stehen, kleiner gleich. Ja? Irgendwie ID, schreiben wir es mal hin. Da könnte ja stehen, ID kleiner gleich SID als Beispiel. Das geht hier nicht. Hier muss Gleichheit stehen. Und alles, was ich spezifizieren muss, ist, welche Attribute werden auf Gleichheit überprüft. Und das heißt dann insbesondere, dass diese Bedingung gelten muss. Ich muss in dem Teilschema R1' genauso viele Attribute spezifizieren wie im Teilschema R2'. Ja? Ich will da
drei Attribute links mit drei Attributen rechts vergleichen oder hier zwei links und zwei rechts. Und dann habe ich einen sogenannten Equi-Join. Genau, hier haben wir das mal ein bisschen formal hingeschrieben. Das können Sie sich zu Hause mal angucken. Ich würde jetzt aber noch ein bisschen Zeit verwenden auf Gruppierung und Kogruppierung. Das ist eine der wichtigsten analytischen Operatoren, weil damit kann man Daten zusammenfassen. Damit kann man wirklich echte Analysen machen. Was wir bisher gesehen haben, war nur, wir wählen was aus. Horizontal, vertikal. Wir rekonstruieren Daten über einen Join. Das heißt ein Theta-Join, Equi-Join oder irgendeinen anderen der vielen Join-Operatoren, die Sie haben. Gruppierung ist jetzt so die erste wirklich analytische Funktion, die man immer wieder braucht. Und die ist manchmal ein bisschen trickreich zu verstehen, weil die Gruppierung eigentlich drei Operatoren, drei Dinge auf einmal macht, die leicht durcheinander gebracht werden. Und vielleicht fange ich mal an mit einer anderen Folie dazu. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Reihenfolge machen will. Vielleicht verstehen Sie es einfacher. Oder wir gucken mal dieses Beispiel an. Ich glaube, das ist ganz gut. Dieses Beispiel unten links Genau, dieses Beispiel unten links, wo hier eine Gruppierung spezifiziert ist mit einem bestimmten Attribut, über das ich gruppiere, und hier einer sogenannten Aggregatfunktion, die heißt einfach zähle mal. Und dann gibt es hier die Eingabe, so wie bei allen Operatoren, das ist ein unärer Operator, wie wir das schon gesehen haben. Und die Ausgabe sehen Sie hier, hier steht jetzt ein Attribut Gender. Und hier stehen zwei Einträge, Female und Male, also Diverse ist nicht in dem Datensatz vorhanden, kann passieren. Also hier sind nur Einträge für wirklich existierende Tupel in der Eingaberelation Actors. Und hier hinten steht jetzt 289. Und das heißt, hier wurden alle Tupel, alle Schauspieler gezählt, die im Attribut Gender den Wert F haben und die wurden gezählt. Also es gibt 289 Actors, wo Gender F ist, und 802, wo Gender M ist. Ja? Das heißt, ich habe das zusammengefasst. Ich habe einfach mal gezählt, wie viele Leute F und wie viel M da in der Datenbank stehen haben. Hier ist ein anderes Beispiel. Hier habe ich die Filme gezählt für jeden der Regisseure in der Datenbank. Also hier steht der Regisseur, also alle vorkommenden Regisseure werden hier vorne hingeschrieben. Das sind nur drei verschiedene Regisseure. Und für jeden Regisseur habe ich den Film gezählt. Das geht, indem ich vorher joine, indem ich die Directors einmal joine mit Movies Directors. Das bildet halt ab, welche Filme so ein Regisseur gemacht hat. Und dann kann ich einfach zählen und kriege hier die Anzahl der Filme, die jeder dieser Regisseure gemacht hat. Also das mal so als Motivation. Ich will irgendwie hier im Beispiel was zählen, ich will irgendwie was zusammenfassen. Also statt jetzt für jeden Regisseur auszugeben, die Liste der Filme, also das wären ja jetzt hier 10 Tupel in diesem Beispiel, 10 Tupel, die dahinter stehen, dann 16, 14 und so weiter, will ich einfach nur eine Zusammenfassung haben. Und das ist in diesem Fall dieses Countstar, dieses Zählen. Und was hier passiert, will ich Ihnen mal anhand dieser Folie erstmal nochmal, um das direkt in Ihre Köpfe zu kriegen, was da eigentlich passiert und was die Grundidee dieser Gruppierung und Aggregation ist, dass Sie das von Anfang an richtig in den Kopf bekommen. Das sind drei verschiedene Sachen, die die relationale Gruppierung macht. Es ist sehr unglücklich formuliert, die Gruppierung, weil es ist Gruppierung und Aggregation und Projektion in einen Operator gemanscht. Das ist historisch so gewachsen, das wurde später auseinandergezogen. Wir werden heute im zweiten Teil der Folie noch sehen, wie man es auseinanderziehen kann und warum das super sinnvoll ist und warum man dann relationale Algebra viel besser versteht. Aber das ist jetzt mal dieser historische Gruppierungsoperator, wie Sie ihn überall finden. Und was im ersten Schritt passiert bei der Gruppierung ist, es werden die Tupel der Eingaberelation aufgeteilt. Sie werden horizontal partitioniert. Das heißt, ich nehme meine Relation und teile die in einzelne Buckets, in einzelne Partitionen auf nach einem bestimmten Kriterium. Dieses Kriterium ist dieser Gruppierungsschlüssel. Dann kommt ein zweiter Teil, dann kommt ein dritter Teil. Aber wir gucken jetzt erstmal nur auf diesen ersten Teil, was da passiert. Und dann komme ich nochmal zurück zu dieser Folie, um Ihnen das zu erklären. Das können Sie sich zu Hause durchlesen. Wir gucken jetzt erstmal an diesen Begriff Partitionierung. Was ist damit gemeint? Horizontale Partitionierung. Das ist, habe ich nochmal zugefügt, die Folien. Es gibt da eine Erweiterung von dem Foliensatz. Ich hatte ja die erste Version letzte Woche hochgeladen. Ich habe heute Morgen noch eine zweite Version hochgeladen. Da sind diese Folien auch drin.
Und da gucken wir uns jetzt nur mal diesen ganz fundamentalen Begriff der horizontalen Partitionierung an, weil nichts anderes passiert in diesem ersten Schritt von dem Gruppierungsoperator. Also wir haben eine Relation gegeben und jetzt sagen wir, jede Zuordnung von Tupeln aus R zu Relationen R1 bis RK, was auch immer dieses K ist, nennen wir eine horizontale Partitionierung oder kurz HPT, falls für jedes Tupel aus dieser Eingaberelation, ja, das sind die Tupel in Groß R, eine Teilrelation RI existiert, wo dieses Tupel drin enthalten ist. Das ist das hier. Ich sage also, ich habe jetzt statt R ist meine Eingabe und das teile ich irgendwie auf diese Teilrelation. Und das Einzige, was gelten muss hier, ist, dass dieses Tupel, was vorher ein R war, muss jetzt in einer dieser Teilrelationen vorhanden sein. Mehr sage ich nicht. Kann sogar auch mehrfach vorkommen. Ja? Aber es muss irgendwo vorhanden sein. Es darf nicht verloren gehen. Und diese Teilrelationen RI, die heißen horizontale Partition. Horizontal warum? Weil das ist ja die Tabelle. Ja? Wenn ich die horizontal aufteile in Partitionen, ist das ja so ein Schnitt. Denken Sie wieder an die Selektion, die macht auch nichts anderes. Die teilt horizontal auf versus die Projektion, die teilt vertikal auf. Ja, deswegen horizontale Partition. Und hier mal ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel mit einer Relation mit vier Tupeln. Das Ding hier, das ist was die Frage, was ist eine horizontale Partitionierung davon? Also die erste Zeile zum Beispiel, die habe ich aufgeteilt in diese Partition und in diese Partition. Warum ist das eine gültige horizontale Partitionierung? Weil jedes Tupel aus R ist jetzt auch zu finden in diesen Partitionen. 2a ist hier, 7b ist hier, 1b ist da, 6c ist da. Also nichts verloren gegangen, alles gut. Das gleiche im zweiten Beispiel. Hier habe ich halt 1b hier zugeordnet und die anderen drei sind hier. Alle Tupel sind vorhanden, ist eine horizontale Partitionierung. Drittes Beispiel, da fehlt das Tupel 7b. 7b ist weder hier vorhanden, noch da vorhanden. Deswegen ist dieses Exists verletzt, deswegen ist es keine horizontale Partitionierung. Ja? Also ganz einfach. Im Grunde. Und jetzt kann ich noch das verschärfen, indem ich sage, ich will das Ganze nicht nur vollständig haben, diese Eigenschaft nennt man auch Vollständigkeit, sondern ich will das auch disjunkt haben. Das heißt, für jedes Paar von diesen horizontalen Partitionen gilt, dass die schnittfrei sind. Also ein Tupel wird damit genau einer horizontalen Partition zugeordnet und nicht mehreren. Sehen Sie hier ein Beispiel, was das verletzt. 2a ist in R1, 2a ist in R2. Das ist eine horizontale Partitionierung im Sinne dieser Definition, aber das Ding ist nicht disjunkt, weil das Ding hier natürlich verletzt ist. Der Schnitt enthält genau 2a. Okay? Das ist horizontale Partitionierung. Und das können wir jetzt erweitern auf Partitionierungsfunktionen. Die sind sehr hilfreich bei vielen Datenoperationen. Und die Idee ist ganz einfach. Das ist eine Funktion, die bekommt ein Tupel also Sie haben ein Schema für eine Relation R. Sie geben ein Tupel in diese Funktion rein und kriegen irgendeinen Wert dafür heraus. Also ich habe hier eine beliebige Domäne, die hinten dran hängt. Und wir fangen wieder mit einem Beispiel an. Stellen Sie sich dieses Schema mal vor, a, b, wieder die gleiche Relation wie eben. Und jetzt kann ich mir eine Partitionierungsfunktion definieren, die bildet auf int ab. Und die könnte so definiert sein, dass sie mir den Teilungsrest von 2 einfach herausgibt. Für den Wert, den ich hier reingebe. Also von dem Tupel t, was reinkommt, greife ich zu auf das Attribut a. Ich habe ja mal so eine Punktnotation benutzt, wie in einer objektorientierten Programmierung. Und will den Teilungsrest haben von 2. Ja, da gucke ich mir also die 2 an, Teilungsrest von 2 ist 0. Also gerade oder ungerade berechne ich hier, mehr mache ich nicht. Ungerade, ungerade, gerade. Ja, und das hier sind die Werte, die da rauskommen für die verschiedenen Aufrufe der Partitionierungsfunktion. Hier ein anderes Beispiel. Hier projiziere ich im Grunde auf das Attribut b des Tupels. Das heißt, hier kommt a, b, b, c raus. Also ähnlich wie bei der Projektion. Das sind Partitionierungsfunktionen. Und wenn ich jetzt eine Partitionierungsfunktion habe, kann ich dadurch implizit eine horizontale Partitionierung kreieren. Das mache ich folgendermaßen. Das nennt man dann eine induzierte horizontale Partitionierung. Also wir haben so eine Partitionierungsfunktion gegeben und die horizontale Partitionierung von R in Partitionen, sodass das hier gilt, für jedes Tupel aus der Eingaberelation R, das steht hier, ja, gibt es ein T,
in einer Partition R und der Index, also der Bezeichner für diese horizontale Partition, ist der Rückgabewert der Partitionierungsfunktion. Ich nutze also das aus, was bei der Partitionierungsfunktion steht, als Bezeichner für die Partition. Hier steht wieder das, was wir eben schon hatten. Das ist auf der vorigen Folie auch drauf gewesen. Das sind die Ergebnisse. Und da kann ich mir angucken, okay, was ist die induzierte horizontale Partitionierung? Naja, hier gibt es nur zwei mögliche Werte, R0 und R1, also R0 und 1. Und deswegen gibt es hier zwei horizontale Partitionen, R0 und R1. Auf der anderen Seite gibt es hier drei, durch diese Daten, es können natürlich noch mehr sein, aber hier gibt es nur drei, hier gibt es drei Partitionen, RA, RB und RC, und die Tupel sind entsprechend zugeordnet. Okay? Ja, das ist ganz einfache Mengenalgebra im Grunde. So, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserer Gruppierung, genau, die Folie war das, so, dann ist das, was im ersten Schritt passiert, nichts anders als diese horizontale Partitionierung. Ich sage, ich habe eine Menge von Tupeln und ich teile sie auf, nicht entlang, anhand einer Partitionierungsfunktion, sondern anhand eines Attributwertes. Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Beispiel hier oben, hier ist es nochmal ganz gut gezeigt. Hier hatte ich gesagt, ich teile das auf anhand des Attributwertes von des Attributes Gender. Also wenn dann F steht, kommt das in die horizontale Partition Actors underscore Subscript F. Ja, das ist die horizontale, also hier entstehen zwei horizontale Partitionen, Actors F und Actors M, und die Tupel kommen dort herein. Die werden noch nicht gefaltet, sondern die werden erstmal nur aufgeteilt durch diese horizontale Partitionierung. Genau das passiert in diesem ersten Schritt der Gruppierung. So, Präsentationsmodus. Genau, und dann kommt ein zweiter Schritt. Das war in diesem Beispiel dieses Zählen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diese horizontalen Partitionen mir erzeugt. Was ich jetzt mache ist, ich benutze sogenannte Aggregatfunktionen. Das können beliebig viele sein. Im Beispiel war das nur eine. Jede Aggregatfunktion wird jetzt für jede horizontale Partition gerufen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tupel habe mit den Frauen und die Tupel mit den Männern, dann mache ich einen Aufruf auf dieser horizontalen Partition mit den Frauen, zähle das und gebe eine Zahl raus und mache einen Aufruf auf der horizontalen Partition mit den Männern. Das wird gezählt und ich gebe eine Zahl raus. Und das heißt, dass für diese Gruppierung, dieser Gruppierungsoperator, der erzeugt für jede horizontale Partition, die hier berechnet wurde, erzeugt er genau ein Tupel in der Ausgabe. Ein Tupel in der Ausgabe wird hier erzeugt. Können wir nochmal zurückgehen auch zu unserem Beispiel. Hier wurde ein Tupel für jede eindeutige Kombination von diesen Gruppierungsattributen erzeugt. Hier waren es zwei horizontale Partitionen, hier waren es drei horizontale Partitionen und deswegen sehe ich hier drei Tupel in der Ausgabe. Ist das ungefähr klar? Ja, genau. Wir können uns das jetzt mal im Notebook angucken. Da haben wir auch so ein Beispiel, das ist genau das aus der Vorlesung. Achso, die habe ich hier schon ausgeführt, brauche ich nicht extra ausführen. Können Sie auch hier einfach, werden die Attribute angegeben. Also es ist eigentlich immer zweigeteilt. Also Sie können, also wenn so auf der Folie, wie ich es gezeigt habe, ist es immer ein oder mehrere Attribute, nach denen partitioniert wird und dann kommen ein oder mehrere Aggregatfunktionen. Es gibt auch die Fälle, dass gar kein Gruppierungsattribut hier spezifiziert wird. Was heißt denn das? Wenn ich hier vorne kein Attribut angebe bei dem Gruppierungsoperator. Also ich kann Ihnen auch nochmal, vielleicht ist das sinnvoll, nochmal auf die Folie zu gehen. Wenn Sie hier, was heißt denn das, wenn ich keinen Gruppierungsoperator, also kein Gruppierungsattribut angebe? Ja? Genau, die werden dann alle, dann gibt es nur eine Partition und das ist genau die Eingaberelation. Also die Eingaberelation wird dann nicht aufgeteilt anhand eines Gruppierungsattributes, sondern die wird so übernommen. Das heißt, ich habe nur eine horizontale Partition. Da wurde nichts aufgeteilt. Das ist genau die Relation, die da reinkommt.
Und das heißt, es gibt genau einen Aufruf, mit dieser Aggregatfunktion im zweiten Teil. Und dieser Aufruf passiert auf der Eingaberelation. Mehr passiert da nicht. Also das ist der ganze Trick hier. Genau, hier sind mal die Beispiele von den Folien auch. Ich glaube, das ist genau das, was wir hier gehabt hatten. Was habe ich hier gemacht? Hier habe ich einfach mal die First Name, Last Name. Also für jeden der Schauspieler habe ich hier Account Star aufgerufen. Das ist relativ sinnfrei, weil es keine Doppelung gibt in dieser... Also wenn jetzt zwei Schauspieler den gleichen Vor- und Nachnamen hätten, dann würde das würde natürlich ein anderes Count Star hier hinten stehen. Dann könnte ja auch im Wert Größe 1 stehen. Das ist zumindest jetzt bei diesen 10 Tupeln hier nicht der Fall. Was haben wir hier noch? Ein Beispiel. Hier haben wir pro Jahr einfach mal die Movies-Relation. Also Movies-Relation ist die Eingabe. Gruppiert wird auf, also oder partitioniert mit anderen Worten, wird auf Jahr. Und was wir hier haben, ist dann mehrere Aggregatfunktionen. Das ist auch erlaubt, wie eben schon angedeutet. Sie können also nicht nur irgendwie Count Star machen, sondern Sie können auch diese horizontale Partition anders geeignet zusammenfassen. Summe heißt jetzt zum Beispiel, dass für die Summe gebildet wird über alle IDs in dieser horizontalen Partition. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ID natürlich ein Schlüssel ist, der für die Fremdschlüsselbeziehung benutzt wird. Aber wenn Sie zum Beispiel sowas haben wie eine Finanzanalyse, Sie wollen die Summe der Bestellungen ausrechnen oder sowas, ja, oder dann den Umsatz von einem Jahr, dann werden Sie immer ein Sum sehen. Ja, okay, das war der Umsatz in einem Quartal XY. Average heißt, ich will den Durchschnitt berechnen. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Aggregatfunktionen, will ich Ihnen mal ein paar zeigen, die immer wieder auftauchen. Na, wo ist sie hin? Hier, meine Aggregatfunktion. Hier, das sind die. Also Sie haben zum einen die Summe, haben wir eben schon gesehen. Sie haben Durchschnitt. Sie können das Minimum berechnen. Minimum ist auch eine Aggregatfunktion. Eine Menge geht rein. Von einer Menge von Tupeln berechnen Sie das Minimum. Und immer bezogen auf das Attribut, was spezifiziert ist. Also hier steht ein Attribut. Sonst weiß diese Aggregatfunktion ja nicht, okay, ja, welches Attribut soll ich denn angucken? Das Minimum von was? Wenn Sie da einfach das ganze Tupel reingeben, wie sollen Sie das Minimum über ein ganzes Tupel berechnen? Sie müssen schon ein Attribut spezifizieren, weil sonst keine Ordnung definiert ist auf dem Tupel. Genau das gleiche gilt für Max und beziehungsweise für Count Star. Da steht halt ein Star, weil ich zähle ja nur die Tupel. Das bezieht sich nicht auf irgendein Attribut, wie bei Sum oder Average. Deswegen steht da Count Star. Ja, das sind so die wichtigsten Aggregatfunktionen. Es gibt noch mehr, insbesondere kann man diese Aggregatfunktionen in verschiedenen Systemen auch später selber spezifizieren. Ja, was auch immer Sie sich ausdenken als Aggregatfunktion, können Sie da nehmen. Gut, so viel zur Gruppierung. Hier nochmal die Graphdarstellung in unserem Notebook, können Sie sich ausgeben lassen. Wie gesagt, dieses Gamma Underscore, hier ist der physische Operator. Kommen wir später zu. Und hier der Gruppierungsschlüssel, ja, und dann hier die Aggregatfunktion für diesen Gruppierungsoperator. Gut, also wir haben die Gruppierung, wir haben die Aggregation und dann noch kurz zur Projektion. Wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie ja gesehen, also gerade auch in diesem Beispiel, das ist ja ein bisschen kurios, Actors hat ja gerade in diesem Beispiel noch andere Eingabeattribute, also das Schema, was da reinkommt hier unten. Das ist ja das von Actors. Das steht drin Vorname, Nachname, weiß ich nicht, Geburtsdatum, keine Ahnung, was wir in diesem Schema jetzt alles haben, aber mindestens Vorname, Nachname. Und dann habe ich den Gruppierungsschlüssel angegeben, ich habe die Aggregatfunktion angegeben und nur das, was hier steht, wird später ausgegeben. Also ich habe hier ja auch Vorname und Name mal mindestens weggeschmissen. Das heißt, an der Stelle findet irgendwie auch eine Projektion statt. Dadurch, dass ich hier Gruppierungsschlüssel und Aggregatfunktion spezifiziere, habe ich implizit auch projiziert. Ja, die anderen Attribute sind weg. Und das sieht man halt auch in der Ausgabe. Und deswegen haben Sie hier diese Dreiteilung. Ja, das ist ganz wichtig, das sehen wir noch mehrfach wieder, diese Dreiteilung, auch wenn wir dann auf SQL übergehen, spätestens nächste Woche. Also am einfachsten ist, Sie gucken sich mal das Notebook an und spielen mal ein bisschen mit diesen verschiedenen
Optionen, das zu spezifizieren, dann sehen Sie, wie das Ding funktioniert. Also drei Operatoren zum Preis von einem. Hier nochmal das Ganze formal ein bisschen. Das zeige ich, wie gesagt, nicht. Wir waren jetzt hier bei der Partitionierung. Und was ich Ihnen jetzt noch ein bisschen zeigen möchte, ist die sogenannte Co-Gruppierung. Das ist auch eine Erweiterung und nicht Standardoperator. Und das Schöne an dieser Co-Gruppierung ist, dass er sehr gut den Zusammenhang mit einem Join zeigt. Also es gibt, also das haben die sich in den 70er Jahren, haben sie sich diese relationale Algebra überlegt. Und wieder, also Sie kennen vielleicht das Beispiel von Bahnschienen. Warum sind Bahnschienen so und so breit? Ja, das entspricht irgendwie der Breite von einem Pferdefuhrwerk. Das war halt damals so. Ja, und die Maße haben die davon genommen und gesagt, okay, irgendwie so passt das. Dann haben die Schienen gebaut, die ersten Eisenbahnen, dann lagen die Schienen darum. Aber wir müssen mehr Schienen bauen. Ja, es wäre sinnvoll, wenn die gleichen Maße haben, oder? Ja, gute Idee, alles klar. Also wir bauen Schienen nach genau diesen Maßen. Und deswegen fährt auch der IC3 und der TGW heute auf einem Schienenmaß, was von Pferdefuhrwerken inspiriert wurde. Ja, und das ist hier genauso. Das passiert ganz oft in Technik, dass Leute überlegen sich was, nehmen irgendeine Maßgabe, die in der Zeit halt so ist, und dann werden Fakten geschaffen und dann kommt man da nicht mehr von los. Ja, Sie können nicht mal eben alle Schienen in Deutschland oder halb Europa aus, ich glaube Spanien hat ein breiteres Maß, in Europa rausreißen und neue Schienen verlegen, die, weiß nicht, 20 cm weiter schmaler sind, weil sie denken, das ist doch viel günstiger. Dann können wir die Tunnel schmaler bauen und da passen auch alle Leute rein und alle Waren. Und das ist hier auch so. Ja, relationale Algebra wurde so erfunden, da hat man sich Gedanken gemacht, was waren die Probleme damals, die man lösen will. Und später hat man gesehen, ja Moment, man könnte mit dieser relationalen Algebra ja noch ganz andere Sachen lösen, wenn man hier das ein bisschen anders definiert und ein bisschen erweitert. Und das ist passiert. Und eine sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist die Co-Gruppierung. Und die Idee ist eigentlich total einfach und erklärt dann auch sehr gut, wie ein Join funktioniert. Und das machen wir diese Woche dann auch in der Übungsaufgabe, weil das so schön ist. Also was passiert hier? Grundidee ist ganz einfach, statt nur eine Eingabe, also das ist jetzt ein binärer Operator, ja? Wir haben zwei Eingaben, und statt jetzt nur eine Eingabe zu partitionieren, wie bei der normalen Gruppierung, das ist ja ein unärer Operator, partitioniere ich zwei auf einmal, zwei gleichzeitig. Nicht im Sinne von Multithreading, sondern konzeptuell partitioniere ich die gleichzeitig. Und ich fange mal wieder mit einem Beispiel an, das ist so viel einfacher. Wir haben zwei Relationen, statt einer hat das Schema AB, andere CD. Die sehen wieder so aus, ich glaube, es ist genauso wie oben das Beispiel. Und ich partitioniere die jetzt nicht anhand der Gleichheit von Attributwerten, wie ich das eben Ihnen gezeigt habe, sondern jetzt benutze ich die Partitionierungsfunktion. Ich sage, ich habe jetzt zwei Partitionierungsfunktionen. Eine ist auf R definiert und eine auf S. Also hier habe ich hier meine Funktion für R und hier habe ich meine Funktion für S. Und die erste Funktion PR sagt einfach nur, ich partitioniere anhand des Kriteriums R.B. Also das Attribut B in der Tupelnrelation R. Und bei P von S nehme ich als Kriterium das Attribut C. Damit werden horizontale Partitionen erzeugt. Und diese Partitionierung ist jetzt so gemacht, dass ich konzeptuell alle Werte zusammenfasse, die von R und S, die Gleichheit haben bezüglich B und hier C. Also 4,2 aus R würde jetzt zusammengefasst werden mit 2,3 aus S. Ne? Weil ich sage, ich baue jetzt nicht eine Gruppe für die Tupel von R, eine Gruppe für die Tupel von S, sondern ich führe die zusammen. Das ist hier gezeigt. Sie sehen hier eine sogenannte Co-Gruppe. Das ist eine Co-Gruppe, die hier entsteht. Und die Idee ist, ich habe hier alle Werte, wo die Partitionierungsfunktion von PR oder PS, ne, eine dieser beiden, hat auf die 1 abgebildet. Das Ergebnis war 1. Und das sind aus Blau, also aus R, dieses Tupel. Und aus Rot ist es dieses Tupel. Okay? Ja, also ich habe die direkt zusammengepackt in eine Co-Gruppe, die nicht nur, wofür beide gilt. Wenn ich hier PR drauf werfe, kommt 1 raus. Wenn ich hier PS drauf werfe, kommt auch die 1 raus. Das mache ich für alle Rückgabewerte von PR und PS, die es überhaupt gibt.
Ja, also das ist hier alles, wo die 2 rauskommt, hier alles, wo die 3 rauskommt, hier alles, wo die 6 rauskommt. Achtung, hier gibt es nur bei der Relation R ein Tupel, ja, was, wenn ich das in PR reinstecke, kommt die 6 raus. Aber bei der Relation S gibt es kein Tupel, wo der Wert 6 reinkommt. Deswegen steht hier die leere Menge. Ja, und genauso passiert es hier, spiegelverkehrt, hier steht die 5. Ja, da gibt es in R kein Tupel, wo der Rückgabewert von PR 5 ist. Aber in Relation S gibt es so ein Tupel. Das ist nämlich das Ding. Wenn ich das in PS reinstecke, kommt die 5 zurück. Und das ist ja hier oben nochmal so ein bisschen ausgerollt. Also ich habe diese beiden Partitionierungsfunktionen. Die haben dieselbe Zieldomäne, das ist wichtig. Ich kann nicht haben, dass jetzt PR auf Integer abbildet, ja, und PS auf String. Das würde nicht funktionieren. Die müssen beide auf die gleiche Domäne abbilden. Dann kann ich das zusammenfassen. Und dann enthält die Ausgabe für jeden dieser möglichen Rückgabewerte D, also wie er aus PR kommt, für alle R von R, die ich da reinstecke, beziehungsweise dann symmetrisch für alle S, wie sie aus S kommen, jedes mögliche D, was so entsteht, erzeugt ein Tupel. Und dieses Tupel nennt man die Kogruppe oder das Ergebnis nennt man die Kogruppierung. Ja? Soweit klar. Also wenn Sie sich jetzt mal die eine Eingabe wegdenken, ist das genau das, was bei der normalen horizontalen Partitionierung auch passiert. Ja, da wird ja auch nichts anderes gemacht, als dass ich einen Schlüssel habe und ich gucke, ist der gleich für alle Eingabewerte. Also wenn ich jetzt sowas machen würde und würde sagen, ich schmeiße jetzt mein S mal weg und habe das Ding weg, ja, und habe ja nur, so, das wird wieder verschwinden, und habe ja dieses R.B, dann heißt das ja nichts anderes als, ich habe in der normalen Gruppierung diesen Schlüssel R.B als Gruppierungsschlüssel. Also ich gucke auf Gleichheit für alle Tupel aus der Relation R. Ja, dann würde ich das hier einfach wegstreichen, dieses ganze Zeug. Das kann alles weg hier, das gibt es nicht. So, und das wäre das Ergebnis der normalen Gruppierung. Also wenn ich nur diesen horizontalen Partitionierungsschritt angucke, ohne die Aggregation. Das wäre das Ergebnis. Und was ich hier mache, ist, ich mache 2 auf einmal. Ja? Das ist soweit ungefähr klar. Also gemeinsam partitionieren. Ich sage gleich als Teaser, warum. Das hört sich so ein bisschen abstrakt an. Dieses Ding kann man, also in der Stammvorlesung gehen wir dann drauf ein, kann man zeigen, wie man hiermit zum Beispiel Join-Operationen verteilen kann auf verteilte Rechnersysteme weltweit, wie man damit einen Join berechnen kann, aber auch in speziellen Hardware-Architekturen, wie zum Beispiel in der NUMA-Architektur. Was ist der Trick? Genau dieses Ding. Das ist immer wieder dieses Ding. Das ist eine der fundamentalsten Operationen, also Join-Operatoren, um auf spezielle Hardware-Joins zu berechnen. Das lernen wir in der Stammvorlesung, wie das funktioniert. So, vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen diese formale Folie jetzt durch. Genau, also ich habe es noch mal ein bisschen ausgerollt. Also wir haben so eine horizontale, wir haben 2 horizontale Partitionierungen gegeben, nicht eine, also eine über R, eine über S. Ne, hier erzeuge ich diese horizontalen Partitionen, also ich habe eine Menge von horizontalen Partitionen, wo das Label jeweils der Rückgabewert der Partitionierungsfunktion ist. Ne, eine Menge von horizontalen Partitionen. Und alles, was ich jetzt mache bei der Kogruppierung ist, das Zeug, diese unabhängigen horizontalen Partitionierungen, füge ich jetzt zusammen in eine Struktur. Ich sage, ich habe also nicht diese beiden unabhängigen Dinger hier, sondern ich bringe die zusammen und sage hier, ich habe Kogruppen. Hier vorne steht der Rückgabewert, dieser, also praktisch das, was hier und hier rauskommt. Und hier hinten steht jeweils, stehen die Tupel von R, die das erfüllen, und die Tupel von S, die das erfüllen. Also ich bringe einfach nur ich merge sozusagen diese horizontalen Partitionierungen zusammen. Das ist alles, was hier passiert. Und dann kommt hier die Masterclass. Wenn Sie das verstanden haben, haben wir unsere relationale Algebra verstanden. Denn jetzt kann ich zeigen, dass ich mit die Kogruppierung, also was der Zusammenhang ist von Kogruppierung und Equijoin. Und das geht so. Wir haben gegeben so eine horizontale Kopartitionierung von S und T. Und Sie erinnern sich, beim Equijoin hatte ich gesagt, ich spezifiziere bei der einen Eingabe die Attribute
Ja, da hatte ich irgendwie SID und Gehalt oder sowas. Und bei der anderen spezifiziere ich auch Attribute. Und darüber wird dieses Theta-Join-Prädikat gebaut. Das mache ich jetzt auch. Hier sage ich jetzt, okay, bei der einen Eingabe sind die Attribute für das Theta-Join-Prädikat S' und beim anderen T'. Dann gilt wieder, ja, ich sollte bitte links und rechts genauso viele Attribute haben, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich diese Partitionierungsfunktionen. Was machen die? Diese Partitionierungsfunktion S, die projiziert genau auf diese Attribute im Teilschema, die ich mir oben definiert habe. Also hier geht ein Tupel rein aus S und wird projiziert auf das Teilschema S' und hier genauso T wird projiziert auf das Teilschema T'. Und dann gilt Folgendes, also gegeben diese Kopartitionierung, da sind ja diese Kopartitionen drin, die haben wir eben gesehen. Hier vorne ist dieser Schlüssel, der Rückgabewert der Partitionierungsfunktion, hier Menge der Tupel aus S, Menge der Tupel aus T. Wenn ich mir so eine, also hier hole ich mir natürlich alle diese Co-Gruppen raus, aber wenn ich für jede dieser Co-Gruppen, die existiert in dieser Co-Partitionierung, das Kreuzprodukt, wie wir es kennengelernt haben in der relationalen Algebra, und da mir alle Tupel rausnehme und in dieser Menge rausrolle, dann ist das äquivalent zum Equijoin. Und das zeige ich Ihnen mal ein Beispiel, dann wird das hoffentlich klar, was da passiert. Hier ist nochmal das gleiche Beispiel von oben. Also wir haben die gleichen Eingaben wie oben. Wir haben diese gleichen Partitionierungsfunktionen, R über B, S über C. Und das ist die gleiche Partitionierung wie eben gezeigt. Also hier sehen wir wieder die Kopartition mit Rückgabewert 1, mit 2 und so weiter. Und was ich jetzt sage ist, das ist äquivalent zum Equijoin, wenn ich für jede dieser Kopartitionen das Kreuzprodukt baue. Das mache ich hier jetzt, indem ich sage, okay, jedes Tupel hier raus verbinde ich mit jedem Tupel hier raus. Ja, einmal ein Tupel, das ist ein Tupel, das ist genau dieses Ding. Und da sehen Sie, da ist genau diese Gleichheit wieder, die wir oben schon gesehen haben, was Sie eigentlich mit diesem Gleichheitsattribut erreichen wollten bei dem Equijoin. Das Attribut B aus Relation R ist gleich dem Attribut C aus Relation S. Genau das habe ich hier erreicht. Ja? Und das Gleiche mache ich jetzt hier mit der zweiten Kopartition. Hier sage ich, alle Tupel aus dieser Menge, diese zwei werden verbunden mit allen Tupeln aus dieser Menge. 2 mal 2 ist 4, da kommen 4 Tupel raus. Und für alle diese Tupel gilt, dass genau diese Bedingung erfüllt ist. Ja? Und das mache ich hier auch für das. 1 mal 1 ist 1, 1 mal 0 ist 0, 0 mal 1 ist 0. Und das ist äquivalent, können Sie dann auch hochblättern in Folien zu dem Ergebnis des Equijoins. Und warum ist denn das so? Warum gilt hier die Gleichheit zum Equijoin? Also kann man es auch formal beweisen, wenn Sie es wollen, aber es ist eigentlich relativ leicht, die Idee dahinter. Wir können noch mal zum Vergleich den Equijoin angucken oben. Wo war denn? Gruppierung, Equijoin, da, Theta-Join. Genau. Also hier hätten wir dieses Gleichheitsprädikat. Ich will die Tupel zusammenbringen, die irgendwie so eine Gleichheit definiert haben. Das habe ich jetzt gesagt, R.B ist gleich S.C. Das ist mein Prädikat, was ich benutze, unten in dem Beispiel. Hier sieht es so aus, ID equals equals SID und Gehalt equals equals Bonus. Unten habe ich nur ein Gleichheitsprädikat. Das genau berechnet dieser Equijoin. Und nochmal, der Equijoin daher abbildet auf den Theta-Join, heißt das ja nichts anderes, als dass er das hier macht, was beim Theta-Join steht, nämlich ich nehme mein Kreuzprodukt konzeptuell, das steht hier, und wähle alle Tupel aus, die dieses Prädikat erfüllen, wo die Gleichheit gegeben ist. Das macht jeder Join, das ist ein allgemeiner Theta-Join, der Equijoin ist nur davon abgeleitet, also das Kreuzprodukt. Ja, wenn mein Theta-Join-Prädikat ist Gleichheit, nee, dann nimm bitte nur die Tupel, wo links und rechts diese Attributwerte gleich sind. So, und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu unserem Beispiel, wo war es? Hier ist das Beispiel. Dann ist doch die Frage, warum gilt denn das?
Melden Sie sich, ja? Also eigentlich, ja, das ist ein DPP Join in zwei Schritte aufgeteilt. Das macht er ja auch. Also das ist genau das gleiche eigentlich. Ja. Ja, das ist ein gewisser, genau, der Equi-Join in zwei Schritte aufgeteilt. Also man kann auf verschiedene Arten den Equi-Join berechnen. Das ist jetzt eine Art, auch konzeptuell. Ich habe ja noch nicht darüber geredet, wie ich das physisch mache mit irgendwelchen Datenstrukturen und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn Sie sich das mal so angucken, diese Aufteilungsidee, aufteilen und dann Kreuzprodukt innerhalb der Co-Gruppen, wieso muss das denn richtig sein? Also wenn Sie sich bestimmte Bedingungen an die Co-Gruppen zum Beispiel überlegen, was kann hier nicht passieren bei so einer Co-Gruppierung? Warum muss ich hier nicht die ganze Relation R mit der ganzen Relation S joinen zum Beispiel? Ja, das ist ja das, was der Original steht. R gejoint mit S. Ja, und da müssen alle Tupel rausgefiltert werden, wo die Gleichheit für gilt. Das mache ich hier nicht. Ich sage nur, ich partitioniere irgendwie, mach Kreuzprodukt und ich behaupte, da kommt das Gleiche raus. Warum muss das richtig sein? Welche Bedingungen kann man ableiten aus diesem Beispiel, aber auch allgemein? Also wenn Sie sich mal überlegen, Sie haben Tupel aus R und Tupel aus S. Ja, wann können denn überhaupt Join-Ergebnisse entstehen? Von Tupeln aus R mit Tupeln von S. Was muss denn da gegeben sein? Also ich frage mal andersrum. Kann es ein Join-Ergebnis geben von Tupeln aus S? Diese zwei roten Tupel, können die ein Join-Ergebnis haben mit diesem Tupel? Genau, nee, weil es nicht zusammenpasst. Ja? Genauso, gleiche Frage. Kann diese Menge gejoint mit, was weiß ich, dieser Menge ein Join-Ergebnis produzieren? Unter diesem Join-Prädikat. R.B gleich S.C. Wer ist dafür, dass es Tupel produzieren kann? Das hier gejoint mit dem. Wer ist dafür, dass es Tupel produzieren kann, ein Join? Wer ist der Meinung, dass es nicht so ist? Ja, genau. Ja. Also was hier gilt bei einer Co-Gruppierung, wenn ich es geschickt definiere, ist, dass wann immer Sie versuchen, Tupel aus einer Co-Gruppe mit einer Tupel aus der anderen Co-Gruppe zu joinen, das Ergebnis ist per Definition leer. Ja, das Join-Ergebnis ist immer die leere Menge. Da kann kein Ergebnis entstehen. Es kann nur Ergebnisse geben innerhalb so einer Co-Gruppe. Das heißt, ich habe das Problem reduziert. Statt konzeptuell jede Kombination eines Tupels von R mit jedem Tupel aus S anzugucken, habe ich gesagt, nee, Moment, ich teile mir das geschickt auf. Und wenn ich das mache, kann ich das Problem reduzieren, indem ich nur noch die Kreuzprodukte in diesem Fall bilde. Eins hier, eins da, ja, das ist, bringt nichts und das bringt auch nichts. Also wirklich drei echte Kreuzprodukte mit Eingaben und ich habe das gleiche Ergebnis. Ja? Das ist wegen dieser Invariante, dass, was heißt das auf Deutsch, across, also über Co-Gruppen hinweg, ja, also von dieser Co-Gruppe zu dieser Co-Gruppe oder von dieser Co-Gruppe zu dieser und so weiter und so fort, kann es keine Join-Ergebnisse geben, ja, weil einfach die Gleichheitsbedingung verletzt ist. Und deswegen ist das äquivalent zum Equi-Join. Gut, was haben wir denn jetzt? Wir haben noch den Transfer auf IMDb, genau. Also mach gleich noch diese eine Folie. Also wir haben uns jetzt angeguckt, was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter und wie stellen wir Anfragen an diese Daten am Beispiel von IMDb. Und das machen wir mit der relationalen Algebra, wie wir gesehen haben. Und der Transfer auf die konkrete Anwendung, wie ich Ihnen versprochen habe, das haben wir eigentlich schon gemacht. Mit diesen vielen IMDb-Beispielen haben wir das inline gemacht. Und ich will aber noch mal kurz zurückgehen zu unserem Anfangsbeispiel. Und das mache ich noch und dann machen wir 5 Minuten Pause und dann machen wir ein neues Thema. Wir hatten ja dieses Beispiel aus IMDb. Also wenn Sie sich die Webseite angucken von IMDb, erinnern Sie sich, okay, ich klicke auf die Webseite und da kommen jetzt bestimmte Informationen zu diesen Filmen, die werden angezeigt. Und was im Hintergrund passiert ist, diese Webseite hat irgendwie Code, der gegen ein System ausgeführt wird, was relationale Algebra benutzt, um diese Daten zu bekommen, um sie dann darstellen zu können.
Ja, also irgendwie muss diese Webseite so eine Art relationale Algebra generieren, gegen ein System schicken, was das dann auswertet, beantwortet, die richtigen Daten kommen zurück und die werden dann auf dieser Webseite dargestellt. Und da kann man uns jetzt mal ein paar Sachen angucken, ob man die in relationale Algebra darstellen kann. Also wenn Sie sich nur die Filme haben anzeigen lassen wollen, die The Fifth Element enthalten als String. Das ist ja das, was hier oben passiert. Ja? Hier gebe ich einen String ein und die allereinfachste Art der Suche ist hier zu sagen, okay, gib mir mal jeden Film, wo im Titel Fifth Element vorkommt. Moderne Suche funktioniert ein bisschen anders, dann geht auch Ähnlichkeit, Sie können sich vertippen, alles gut. Ja? Aber wenn man mal nur so ein Substring-Matching macht, dann könnte man das ja so machen. Ich mache eine Selektion, ja? Ich weiß der Name eines Films, hier kommen meine Filme rein, und dann habe ich mir hier noch so einen Operator mal definiert, der mir diesen Substring auswertet. Das gibt mir also diese Liste der Filme und die projiziere ich jetzt auf die Film-ID, den Namen und das Jahr. So, dann habe ich schon das, was ich anzeigen will, mit relationaler Algebra. Genau. Also hier stehen noch weitere Filme, wie zum Beispiel Hauptdarsteller. Aber wenn ich jetzt zusätzlich alle Hauptdarsteller der ausgewählten Filme anfragen will, könnte ich das so schreiben. Also hier müsste ich jetzt wieder dieses Rekonstruierungsprinzip, was ich Ihnen eben erzählt hatte, Sie müssen jetzt sich entlanghangeln entlang des Schemas. Und das Schema sieht ja so aus, Sie haben ja hier Movies, Sie haben Actors, Schauspieler und die Beziehungen dazwischen sind ja über so eine, sind hier über eine Extra-Relation modelliert. Das ist ein mehrstelliger Beziehungstyp, den können wir nicht einfach hier ein Attribut erweitern, links oder rechts, geht nicht. Also hier ist eine Relation zwischen. Und das Zeug müssen Sie jetzt erstmal zusammenjoinen. Und das passiert hier. Sie nehmen also Movies, Join, Roles und das Ganze nochmal Join Actors. Ja, da haben Sie diese drei Relationen zusammengejoint. Und dann kommt hier die Selektion. Ja, ich will aber nur die haben, wo der Name des Films Fifth Element enthält. Und wenn Sie das Zeug hier ausgewertet haben, diesen ganzen Kladderadatsch, dann projizieren Sie nochmal auf die Attribute, die Sie eigentlich interessieren. Und dann kriegen Sie hier die Namen der Hauptdarsteller ausgegeben. Ja, das ist der Ausdruck, der da benutzt werden sollte. Genau, gucken wir uns hier nochmal einen anderen Ausdruck an. Wenn ich hier auf Fifth Element klicke, also letztendlich wird hier der Film mit der ID, mit dieser ID, das ist die ID, wie sie vorhanden ist, ein IMDb für das fünfte Element ausgewählt. Damit könnte ich die Anfrage dann schon einfacher formulieren, wenn ich mir diese ID merke. Also ich nehme nur diesen Film mit dieser ID, join jetzt Rollen mit den Schauspielern, projiziere da drauf. Hier gibt es aber ein paar Probleme, die man nicht ausdrücken kann in relationaler Algebra. Also ist es hier nicht auszudrücken, dass ich nicht alle Hauptdarsteller haben will, sondern nur k viele. Ja? Also wenn da jetzt, weiß nicht, 100 verschiedene Schauspieler drin waren, die will ich mir nicht alle angeben lassen. Vielleicht will ich nur die irgendwie wichtigsten 10 mir ausgeben lassen. Das kann ich hier mit relationaler Algebra nicht so direkt ausdrücken. Also sowas, insbesondere sowas wie nur die tollsten und wichtigsten Schauspieler, das im Englischen heißt das First Build Only. First Build Only, das ist einfach die Reihenfolge, wie sie auch im Abspann gezeigt wird. Also die ganzen Reihenfolgen darüber, das ist nicht möglich. Oder ob überhaupt Schauspieler angezeigt werden. Kann ich hier jetzt so nicht ausdrücken. Genau. Und deswegen machen wir jetzt im nächsten Schritt etwas, nach der Pause gleich. Also wir haben jetzt diese Ausdrücke gesehen in relationaler Algebra, aber die sind teilweise recht sperrig. Ja, Sie sehen also, wenn Sie zwei, drei Operatoren zusammenstecken, dann wird es teilweise schon haarig zu lesen. Okay, Sie können die Baumdarstellung nehmen, dann wird es schon ein bisschen besser. Aber eine echte Anfrage hat dann, weiß nicht, 10 solcher Operatoren und das kann kein Mensch mehr richtig lesen. Und deswegen hat man hier gemacht, was man ganz oft macht in der Informatik. Das ist dieses fundamentale Theorem des Software Engineering. We can solve any problem by introducing an extra level of indirection, except for the problem of too many levels of indirection. Das heißt, wir legen noch eine Abstraktionsschicht drauf. Ja, wir sagen, wir verstecken diese relationale Algebra unter einer anderen Schicht. Das ist genau wie im Compilerbau. Da wollen Sie auch nicht Maschinencode schreiben, sondern haben eine höhere Programmiersprache. Und der Compiler übersetzt das in diesen Maschinencode, damit Sie sich da nicht rumquälen müssen, außer in PROC 2. Ja,
Da werden sie immer so richtig gequält und lernen diese ganzen Schichten kennen, ist auch gut. Aber das machen wir ja genauso, ich quäle sie auch mit relationaler Algebra. Aber 90% der Fälle brauchen sie es später nicht mehr. Es gibt gute Gründe, das direkt zu benutzen. Aber wir benutzen dann eine Abstraktion, die automatisch umgesetzt wird in so eine Art relationale Algebra. Ja. Und das machen wir dann nach der Pause noch mit der Vorständigkeit halber nochmal. Das sind Videos von, weiß nicht, die sind inzwischen auch schon 8, 9 Jahre alt. Da hatten wir ein anderes Beispiel, dieses mit dieser Fotografendatenbank. Lade ich Sie ein, da reinzugucken, müssen Sie nicht. Da werden aber auch nochmal die ganzen Operatoren erklärt und mit vielen Beispielen erkläre ich dann nochmal etwas langsamer, was die machen, wenn sie Lust haben. Ansonsten, was auch sehr schön ist, das ist Uni Innsbruck oder so, das ist ein relationaler Algebra-Calculator. Ja, da können Sie mal reingucken. Da sind auch unsere beiden Schemata, also das IMDb, was wir benutzen, und die Fotodatenbank aus diesen älteren Videos mit dem schwarzen Hintergrund sind da vorhanden. Da können Sie mal einfach Join eingeben, Selection und sehen, was da passiert. Da kann man, das ist ganz gut, um das zu üben und zu verstehen, was da passiert. Na, ich habe Ihnen hier mal die Seite aufgemacht, also können Sie sich mal angucken, diesen relationalen Algebra-Calculator, vielleicht auch für die Übungsaufgabe, ganz interessant. So, fangen wir an mit dem dritten Thema, erster Teil der Folien, NSA. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich mein iPad so haue, dass mir fast der Finger wehtut, funktioniert's. Okay, super. Also wir machen wieder diese Struktur im Folgenden. Also ich zeige Ihnen meine konkrete Anwendung. NSA. Was sind die Datenmanagement-Analyseprobleme dahinter? Dann machen wir wieder im dritten Teil Grundlagen, um das Problem lösen zu können. Folien, Jupyter und so weiter. Und dann den Transfer auf die konkrete Anwendung. Also NSA. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von Ihnen mitgekriegt hat. 2013 ist das hochgekocht. Durch Edward Snowden, diese Spionageaffäre, gebe ich Ihnen eine kurze Einführung, gebe Ihnen ein paar Links zum Weiterlesen und erzähle Ihnen dann genau, was das mit Datenverarbeitung zu tun hat, nämlich eine ganze Menge. Also was ist die NSA? Das ist die National Security Agency in den USA, das ist der größte Auslandsgeheimdienst der USA, wurde 1945 von Truman gegründet, hat 40.000 Mitarbeiter, das sind alles Zahlen von Wikipedia, man weiß nicht genau, vielleicht sind es auch 10.000 mehr oder weniger, haben irres Budget, 11 Milliarden US-Dollar geschätzt, jährlich, und können Sie alles nachlesen hier auf den Wiki-Seiten, die sind ziemlich gut dazu. Da gibt es vergleichbare Dienste, ich habe jetzt mal nur von Großbritannien, Deutschland, also in Großbritannien ist es GCHQ, das ging dann 2013 auch durch die Presse, weil die da auch beteiligt waren an dieser Spionageaffäre, auch alle irres Budget, BND hat auch einen Bundesnachrichtendienst, die nicht ganz die Fähigkeiten haben wie GCHQ und NSA, aber auch einige. Und natürlich gab es in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi. Das war aber alles damals hoch analog. Die DDR ist ja 89 zusammengebrochen. Und vorher, also da waren Computer einfach noch nicht so verbreitet. Das war eine ganz andere Welt, wo wirklich, also gibt es ja auch das Leben der anderen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, wo über einer Wohnung dann so ein Stasi-Offizier sitzt und den anderen abhört. Ja, so rein analog, das brauchen wir heute nicht mehr als Quatsch. Hat sich völlig erledigt mit dem, was mit Computern möglich ist. Ey, ich hasse dieses Teil. Jetzt geht's, okay. Ja, was sind die Aufgaben dieser Dienste? Überwachung und Dechiffrierung der weltweiten Kommunikation. Wirtschaftsspionage auch. Frühzeitiges Erkennen von Gefahrenlagen. Also Sie werden sehen, da sind also diese Geheimdienste haben negative, aber auch positive Aspekte. Negativ, Einschränkung von ja, Privatheit meiner Daten, positiv, mögliches frühes Erkennen von Gefahrenlagen, Stichwort Terrorismus. Also wurden auch schon Sachen mit verhindert, da bin ich von überzeugt. Aber die Frage ist immer, wie balanciert man das aus? Das ist Teil der Kriegsführung üblicherweise. Also gerade in den USA ist die NSA unter der Aufsicht des Verteidigungsministeriums. Und die Motivation war die Entschlüsselung von Enigma. Habe ich gerade gestern noch mal wirklich einen genialen Film auf YouTube gesehen, was das die Enigma. Enigma war eine Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsmaschine in den 30er Jahren gebaut. Der Hammer genial, das Teil. Gucken Sie sich mal an auf YouTube, wie das funktioniert hat. Und das war ein wichtiges Element der Nazis, um Nachrichten von A nach B zu schicken, ohne dass irgendjemand verstanden hat, was da geschickt wurde. Das war ein geniales Gerät, analoger Verschlüsselungsmechanismus.
Und ja, das war ein Problem für die Alliierten, weil die natürlich, wenn sie, ja, wenn man die Nachrichten sehen kann von der feindlichen Armee, kann man natürlich andere Entscheidungen treffen, hat einen riesigen strategischen Vorteil. Also in der Ukraine passiert das jetzt zum Beispiel auch, dass die USA Nachrichten dienstlich der ukrainischen Armee helfen, ja, und bestimmte Informationen denen geben. Und das ist ein Riesenvorteil. Und hier war halt für die Alliierten das Problem, okay, keine Ahnung, wie wir dieses Ding entschlüsseln sollen. Und dann kam ein gewisser Alan Turing. Ja, ein britischer Mathematiker, der hat die Enigma entschlüsselt. Mit riesigem Aufwand. Der hat gigantische, wie heißen, Turing-Bomben hat er gebaut. Gigantische, mechanische, analoge Computer, die Enigma geknackt haben. Und dann konnten die Briten auf einmal die Nachrichten der Deutschen lesen. Und das war kriegsentscheidend. Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Menschenleben das gerettet hat, wie sehr es den Krieg verkürzt hat, aber hatte eine enorme Wirkung. Gibt es auch jede Menge Filme rüber und Informationen, wie Enigma funktioniert. Also wenn sie irgendwie die Krypto-Vorlesung macht, das bestimmt auch, was da passiert. Aber dieses Ding war wirklich genial, muss man sagen. 30er Jahre, der Hammer. Ja, was die genau machen, diese Geheimdienste, wird aber geheim gehalten. Manchmal kommt was raus, manchmal halt auch nicht. Und was 2013 passiert ist, das war die sogenannte Spionageaffäre. Die wurde teilweise unglücklicherweise NSA-Affäre genannt. Das ist sehr unglücklich, weil da ging es um mehrere Geheimdienste. Aber es ging natürlich um Enthüllungen erstmal primär von der NSA, aber da waren auch andere betroffen. Und seit es Geheimdienste gibt, also seit Ende des Zweiten, ja, die gibt es schon vorher Geheimdienste, ja, aber seit es mehr so um Daten geht, seit Verschlüsselung, Entschlüsselung im großen Stil, das ging halt nach Alan Turing, war weltweit klar, okay, wir müssen mit Computern irgendwas machen. Das ist ja unfassbar, was da geht. Gab es immer wieder Whistleblower, also zu Deutsch Enthüller, Aufdecker, Informanten. Also Leute, die irgendwie mit den Geheimdiensten zu tun hatten und dann gesagt haben, hey Leute, ich habe da was, ich bin der Meinung, das ist nicht in Ordnung. Ich zeige jetzt der Öffentlichkeit, was da passiert. Und dann kommt es natürlich üblicherweise auch zu einer Strafverfolgung. Die Geheimdienste sind da meist gar nicht glücklich drüber, wenn jemand sagt, hey Leute, wir machen dieses und jenes. Und der bekannteste ist Edward Snowden, gewesen 2013, so ab Mai 2013, hat er angefangen, Dokumente zu enthüllen über einen Journalisten, Greenwald hieß der, hat auch ein Buch geschrieben, ist auch mehrfach verfilmt worden, also kann ich auch sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Er hat auch eine Biografie geschrieben vor ein paar Jahren, finde ich auch, ist auch sehr gut, sehr lesenswert, muss ich sagen. Und was passiert ist, er hat ab Juni 2003 hat er halt diese Dokumente veröffentlicht und die haben halt klargemacht, was da eigentlich passiert, ja? wie viel Daten mitgelesen werden, was für Analysen gefahren werden mit diesen Daten. So. Ich habe Ihnen nochmal auf den Folien nochmal eine lange Liste von anderen Whistleblowern hier hingemalt. Können Sie sich mal durchklicken. Die waren, also es ging schon vorher los, also auch im Dritten Reich gab es Whistleblower, ja? die gesagt haben, hier, was ihr macht, das geht gar nicht. Können Sie sich hier auf der Whistleblower-Liste, das ist eine relativ lange Liste, mal angucken. Ich habe nur mal ein paar rausgepickt. Ein paar Namen davon haben Sie vielleicht gehört. Diese ersteren vielleicht nicht. Aber Julian Assange wird gerade diskutiert in Medien. Wer es nicht weiß, der hat Kriegsverbrechen der USA öffentlich gemacht. Ganz schlechte Idee. Seitdem wird er verfolgt von den USA. Ja, also man kann argumentieren, dass Julian Assange ein Journalist ist, ja, der halt für diese WikiLeaks-Plattform arbeitet. Der hatte halt Sachen dokumentiert, die ganz klar Kriegsverbrechen sind. Und seitdem versucht er zu flüchten, saß erst in der Botschaft von Ecuador in London, jetzt darf er ausgeliefert werden in den USA, ist aber ein gebrochener Mann, psychisch und gesundheitlich im Grunde am Ende. Ein anderes Beispiel ist Chelsea Manning, die auch an diesen Enthüllungen beteiligt war, auch mehrfach im Gefängnis. Also ja, also da wird bei den Geheimdiensten, egal aus welchem Land, die sind da nicht so glücklich drüber, was dann passiert. Ja, und was überwacht wird, was eigentlich durch Snowden dann rausgekommen ist, und da ist mir auch die Kinnlade, also ich habe mit großen Daten damals auch schon zu tun gehabt, ich weiß, was man machen kann, was möglich ist, aber da ist mir doch die Kinnlade mehrfach auf den Schreibtisch geknallt, als ich das gehört habe. Also zum Beispiel Telefongespräche, ne? Audioaufzeichnungen der letzten 30 Tage weltweit. Herr Sanchez aus Peru telefoniert mit Herrn González in Spanien vor 15 Tagen. Was haben die denn geredet? Klick, 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 ich höre es mir nochmal an. 30 Tage, das war 2013, also man weiß nicht, was heute geht. Aber fand ich schon sehr beeindruckend, weil allein das natürlich schon
Ja, also das ist alles belegt durch Dokumente von Snowden. Ne? Kann man sich alles anlesen. Hier unten sind die Links dazu. Ich habe nur ein paar rausgepickt. Können sich da alles anlesen. Ja, Sie wollen wissen, was Person X mit Person Y vor 3 Wochen am Telefon besprochen hat. Kein Problem. Ne? Also ich weiß nicht, ob es noch bei 4 Wochen, bei 30 Tagen heute ist oder länger oder kürzer. Keine Ahnung, aber irre. E-Mails, Chats, Bulletin Boards, Modulo, kann man die Verschlüsselung knacken? Ja, nein. Cloud-Dienste, also alles. Es gab dann auch Berichte über Knotenpunkte im Internet, wo es geheime Räume gab. Das hat dann der andere Typ hier schon auf. Warte mal. Das hat hier die, das war der William Binney, war das, glaube ich, der hat das schon aufgedeckt. Der hat bei AT&T gearbeitet und fand es doch komisch, dass der gesamte Internetverkehr bei AT&T einmal nach da geht und dann nochmal dupliziert in einen Raum, in einen geheimen Raum, zu dem niemand Zugang hat, außer die NSA. Ja, also da wird der ganze Internetverkehr, wurde da gespiegelt, in den Raum geschickt und irgendwie analysiert. Modulo, was ist möglich? Kommt man überhaupt dran mit Verschlüsselung? Ne? Also Berichte über solche Räume gibt es auch in Deutschland. Ne? Ja, also wenn Sie sich das angucken wollen, ist eine irre lange Geschichte. Ich habe da mal ein Video zu gemacht damals, wo ich es ein bisschen zusammengefasst habe. Es gibt da mal die Analogie im Big Data Bereich. Big Data ist das neue Erdöl, halte ich für Quatsch. Big Data ist wie Uran, ist eine viel bessere Analogie. Und warum das so ist, erkläre ich in einem Video. Sind Sie eingeladen, sich das mal anzugucken. Und ja, Problem in Deutschland ist natürlich, wir haben ja ein Grundgesetz, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg halt gebaut, um gewisse Sachen zu verhindern, also gerade Überwachung in den Diktaturen, Stichwort Nazis. Und Grundgesetz Artikel 10 sagt, verbirgt das Brief, das Post sowie das Fernmeldegeheimnis. Und dieser Grundgesetzartikel ist faktisch außer Kraft gesetzt durch diese Überwachung. Das hat man bei dieser Affäre gesehen. Da kam auch noch raus, dass vorher eigentlich auch schon Briefe überwacht wurden, aufgemacht wurden, also analog, als es die DDR noch gab. Da gibt es einen Historiker in Freiburg, Foschepot heißt der hat ein Buch darüber geschrieben. Der hat gezeigt, dass die Post geheime Räume hatte, wo die analog Briefe aufgemacht haben, im Westen, im großen Stil. Ja, heute macht man das alles digital und das ist ein Problem. Also da kam klar raus, okay, man kann sagen, ja, Geheimdienste, alles schön und gut, Gefahrensituation erkennen, aber was hier passiert, ist völlig außer Kontrolle geraten. Gab es auch verschiedene Gerichtsurteile zu, gerade in den USA, die das dann auch versucht haben einzufangen. Und was wir jetzt angucken und was da die große Gefahr ist bei diesen Überwachungssystemen und was schwer zu verstehen ist, aber wenn man mal eine Idee davon bekommen hat, warum das so gefährlich ist, das sind die sogenannten Metadaten. Ich rede also nicht darum, das Beispiel mit das Leben des anderen, da sitzt irgendjemand über der Wohnung von jemandem und hört ab, was der redet. Das sind Daten, Audioaufzeichnungen oder eine Kameraaufnahme ist eine Videoaufzeichnung. Das sind Daten. Wo ich im Folgenden drüber rede, sind Metadaten, Daten über Daten. Also ich will nicht wissen, was die dir geredet haben, den Inhalt des Gesprächs, die Audioaufzeichnung, sondern nur, wer hat denn mit wem telefoniert. Ja, Jens Dittrich hat am 17.03.2015 mit Frank Müller telefoniert und mit der Telefonnummer tralalala. Das Gespräch hat 15 Minuten gedauert und wurde über die Provider XY geroutet. Das sind Metadaten über dieses Telefongespräch. Wer hat wann welches Buch gekauft? Ja, da kann man natürlich sehr viel verstehen, politische Orientierung einer Person. Wer hat wann welchen Song gehört, Film gesehen? Sowas wird zum Beispiel benutzt bei Spotify, um ihnen Vorschläge zu machen. Ja? Anhand der Historie, bei YouTube passiert das genauso, kann man dann sinnvoll Vorschläge machen. Also es ist eigentlich auch eine gute Sache, ja? Dass man, ja, also Spotify und YouTube, die machen mir echt gute Vorschläge, muss ich sagen. Ja? Also finde ich super. Aber politisch ist sowas ganz schwierig, ja. Wenn sowas in die Hand von Regierungen gerät, kann das. Da soll ich Ihnen noch ein trauriges Beispiel da erzählen. Also gibt es so viele, warte mal, bringe ich das Beispiel noch? Nee, bringe ich nicht. Also diese ganzen Sachen sind motiviert eigentlich durch eine Volkszählung in den Niederlanden. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gab es eine Volkszählung in den Niederlanden. Und da wurde unglücklicherweise die Religionszugehörigkeit registriert, jüdischen Glaubens. Dieser Datenschatz, diese Sammlung ist den Nazis in die Hände gefallen. Und deswegen wurde in den Niederlanden wurden verhältnismäßig viele Personen jüdischen Glaubens gefunden und deportiert. Wegen dieser
Scheiß da, weil die da nie gefunden haben. Ja. Also es ist, ja, da hat man wahrscheinlich nicht dran gedacht, als man diese Volkszählung genommen, gemacht hat. Aber das ist ein Riesenproblem, wenn diese Daten in falsche Hände geraten. Ne? Gerade, ja. Und der Michael Hayden, nochmal dieses Zitat, der hat das dann auch klar formuliert, hier nochmal einen Link zu Heise, das war in irgendeiner Podiumsdiskussion, Michael Hayden, der war NSA-Direktor, ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist, der sagt das ganz klar, we kill people based on metadata. Ja, also die NSA, die verbinden irgendwie diese Metadaten zusammen und versuchen damit Entscheidungen zu treffen, du bist böse, du bist gut, du bist ein Terrorist, schick mir mal eine Drohne und schießen dich tot. Das ist Realität, auch heute noch. Und ja, basierend darauf gab es ein ganz tolles Buch, das mir dann auch zufällig in die Hände geraten ist, weil ich Andreas Eschbach eigentlich alles gelesen habe oder fast alles, den sehr gut finde, ist ein Science-Fiction-Autor. Ich weiß nicht, wenn Sie kennen, das Jesus-Video, hat das jemand gesehen? Cooles Buch. Muss man mal, also wird bei einer Ausgrabung, ich glaube in Israel oder so, wird eine Videokamera gefunden und anhand der Daten ist klar, die Videokamera liegt da seit 2000 Jahren drin. Hä? Und das ist so die anfängliche Buchidee und ist ziemlich cool, gibt es auch einen zweiten Teil zu. Und hier ist die Buchidee, stellen Sie sich vor, die Computertechnologie hätte sich 70 Jahre eher entwickelt. In der Weimarer Republik gab es bereits Computer mit K, also ja, da wird dann halt so, ja, also diese ganze Sprachgebung im Buch ist dann so, als wurde das in Deutschland erfunden, dann heißt es halt Computer mit K und Weltnetz statt Internet und mobile Volkstelefone statt Smartphones. Und es gab bereits umfangreiche Datensammlungen. Ja, und dann kommt es zur Machtergreifung der Nazis und die kriegen diesen Datenschatz, ähnlich wie es in den Niederlanden passiert ist. Und das Buch spielt damit. Ja, und das Schöne an diesem Buch ist jetzt, also das ist eine tolle Idee für ein Buch, weil es diese Problematik klar macht an echten historischen Gegebenheiten. Aber das spannende Buch ist auch, Andreas Eschbach bildet in diesem Buch die Anfragestatements ab, in einer Anfragesprache, die nennt er strukturierte Abfragesprache. Die sind in dem Buch drin. Ich zeige Ihnen mal einen Ausschnitt. Falls es mir gelingt, das Ding. Also das, wenn ich den darüber halte, dann geht es nicht. Ne? Okay. Okay, also so sieht das zum Beispiel aus, dass es in diesem Computer mit K halt so eine Statement einer Anfragesprache, die heißt strukturierte Abfragesprache im Buch. Ja, und das ist ein bisschen, wie wir es jetzt schon gesehen haben, relationale Algebra. Sie sagen halt, hier oben ist Ihre Relation Einwohner. Sie sagen hier, welche Tupel Sie denn haben wollen. Hier ist unsere Selektion. Und dann sagen Sie hier, welche Attribute Sie haben wollen. Das ist die Projektion. Ja, und für ich weiß nicht, für jedes Statement, aber für fast jedes, was im Buch im Rahmen der Geschichte, und es ist ein Roman, es ist kein technisches Buch, was er da an Beispielen gezeigt wird, zeigt er auch die Statements. Und die sind alle korrekt. Die sind alle völlig korrekt. Und das ist genial, weil im Grunde hat er ein Datenbankbuch geschrieben, was natürlich spannend ist für mich und für die Vorlesung. Genau, also hier nochmal ein Zitat aus dem Buch. Die eigentliche Macht liegt in der Möglichkeit, für sich genommen scheinbar harmlose Daten mit Hilfe des Computers auf eine Weise zu verknüpfen, die zu ungeahnten Einsichten führt. Und das hier ist das fundamentale Problem von Big Data. Wenn Sie eine Sache über Big Data verstehen wollen, und nicht vergessen Ihr Leben lang aus dieser Folge, es ist bitte dieser eine Satz. Was ist das Problem? Sie haben einen Datensatz, der ist völlig harmlos und nehmen einen zweiten Datensatz, der ist auch für sich genommen völlig harmlos. Sie verbinden sie, verbinden mit dem Join. Ne? Join haben wir schon kennengelernt. Boom! Ja, da kommt es zu so einer Kettenreaktion. Also da ist auf einmal ein Mehrwert, ein Wissen drin. Also ich zeige Ihnen konkrete Beispiele gleich. Ne? Das Problem ist, in meinem Gebiet ist, niemand kann vorhersagen, dass wenn ich Datensatz A nehme und Datensatz B und die verbinde, was da für ein Informationsmehrwert entsteht. Das ist das Risiko, das ist auch eine Chance, wenn Sie Daten analysieren. Sie merken, das ist ja ein total langweiliger Datensatz. Also zwei langweilige Datensätze kombiniert ist ein hochaufregender Datensatz auf einmal. Vielleicht ist es aber auch nochmal super langweilig und unfassbar langweilig, aber vielleicht ist es auch super interessant. Ja, dann joinen Sie wieder mit was anderem und das ist wieder schnarchlangweilig. Joinen mit irgendwas und das ist ja unfassbar spannend. Ja. Und das ist nicht vorherzusagen. Da gibt es keine vernünftige Arbeit, die zeigt, ja, du hast den Datensatz A, Datensatz B, joinst du. Was ist der Informationsgehalt dieses Datensatzes? Und das ist das größte Problem
davon, wenn Leute über Big Data reden. Und das wird in diesem Buch gezeigt. Also ich lade Sie ein, dieses Buch mal zu lesen. Das ist wirklich toll. Kann man sich abends gut mal lesen und bereitet sich auch gut. Also da sickert der Stoff auch nochmal näher ein. Also wir machen das zweigeteilt. Ich gucke mal an. Im ersten Teil erstmal, okay, wie ist denn das jetzt mit dieser Anfragesprache? Ich habe Ihnen ja versprochen, wir gucken jetzt eine Anfragesprache an, die die relationale Algebra versteckt. Und diese Anfragesprache heißt SQL und das ist der absolute Standard weltweit für jede Art von Datenbankanfrage. Und im zweiten Teil gucken wir noch mal ein bisschen diese ethischen Probleme an, die in dem Buch entstehen und wie man die vielleicht verhindern könnte. Ja, also wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie merken, da werden Daten gesammelt, ja, wie kann ich denn agieren? Was kann ich denn machen, um sowas zu verhindern? Da will ich ein bisschen was zu sagen. Da gibt es nämlich ein paar Sachen. Genau, also wir gucken jetzt erstmal so diese Grundlagen an. SQL, Structured Query Language, ne? Und davon wurde dieses SAS, strukturierte Anfragesprache, im Buch inspiriert. So, also was ist SQL? Das ist jetzt Realität, nicht Buch. Das ist die Structured Query Language. Das ist eine Datentransformationssprache. Das heißt, eine Menge von Eingaberelationen wird auf sehr vielfältige Weise in eine Ausgaberelation transformiert. Das haben wir in der relationalen Algebra auch schon gesehen. Ja? Egal, was Sie machen, da kommt irgendwann eine Relation raus. Das hier ist wieder das gleiche in grün. Sie haben irgendwie eine Menge von Relationen, bringen die zusammen, da kommt irgendwie eine Relation raus. Und wenn das nur ein Tupel ist, aber da kommt immer eine Relation raus. Und das ist hier genauso. Das Tolle bei SQL ist jetzt, das Ganze ist deklarativ. Ja, also da ist nichts mit Algorithmus, nichts mit Datenstruktur XY, genauso wie bei der relationalen Algebra. Ich beschreibe nur, was ich haben will im Ergebnis. Wie soll mein Ergebnis aussehen, aber nicht, wie soll es berechnet werden. Ganz andere Kiste, wie es berechnet werden soll, gucken wir noch drauf. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also manchmal denkt man, oh, wenn ich das so hinschreibe, das ist aber super komplex und teuer. Stichwort Kreuzprodukte, hatte ich Sie ja schon darauf hingewiesen, Kreuzprodukt ist quadratisch. Naja, das System, was dann das SQL übersetzt, macht da was raus, was nicht mehr quadratisch ist. Oft. Es gibt ja verschiedene Standards. Also meistens wird nur SQL 92 unterrichtet an Universitäten. Ich glaube, hier und da ein paar Statements darüber hinausgehen. Sie sollten später, wenn Sie mit SQL arbeiten sollten, gucken Sie sich bitte SQL 99 an. Sie werden überrascht sein, was da alles geht. Und danach wird es richtig abgefahren, also damit können Sie alles machen. Ja. Aber das ist so umfangreich. Also außer Sie arbeiten tagtäglich mit SQL, okay, lesen Sie sich da ein, aber versuchen Sie erstmal nur den 99er-Standard zu beherrschen. Viel Glück. Dann gibt es prozedurale Erweiterungen dazu. Also man kann dann prozeduralen Code mischen mit SQL-Statements, auch sehr beliebt. Es gibt Erweiterungen für andere Datenmodelle, JSON, Objekte, XML, you name it. Und es gibt Anwendungen an jede Programmiersprache. Also Sie können aus einem beliebigen Programm in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, können Sie so eine SQL-Anfrage schicken an das System, was das SQL versteht, auswertet, diese Ergebnisrelation berechnet, Ihnen zurückschickt und diese Relation können Sie direkt in Ihrem Programm benutzen. Und das ist der absolute Standard für jede Art von Datenverwaltung in jeder Software dieser Welt. Wenn Sie Daten verwalten wollen, machen Sie das nicht im Programm. Sie schreiben diese Daten nicht in irgendeine Datei rein, sondern wie Sie es am besten machen, ist immer, Sie haben ein System, in dem Sie die Daten mit SQL verwalten. Und wenn Sie halt auf Daten Zugriff haben wollen, dann fragen Sie halt dieses System über so eine Anbindung. Das ist der absolute Standard. Gut, und bevor ich Ihnen überhaupt erzähle, wie SQL funktioniert, möchte ich Ihnen drei Sachen in die Köpfe hauen, weil das immer wieder schief geht. Und das sind keine kleinen Fehler, das sind drei wirklich große Probleme, die man immer wieder sieht. Wenn ich mit Leuten rede, die professionell mit SQL arbeiten, und ich habe das selber erlebt, als ich vor zig Jahren mal bei der SAP gearbeitet habe, da gibt es Missverständnisse, was SQL kann und was es nicht kann. Und das ist wichtig, dass Sie von Anfang an da auf die richtigen Schienen gesetzt werden, weil SQL hat das Potenzial, Ihnen sehr, sehr viel zu helfen in der Softwareentwicklung. Ja, wenn Sie es nicht richtig nutzen, dann machen Sie sich so viel Arbeit. Also hier gilt wieder, in einer anderen Vorlesung habe ich es, glaube ich, mal, das Faulheitsprinzip der Informatik.
Wenn jemand in der EDSAI-Vorlesung war, habe ich es, glaube ich, erklärt. Faulheitsprinzip der Informatik heißt, wenn ich ein Werkzeug habe, was 95% meiner Arbeit mir schon abnimmt, ja, dann nehme ich das Werkzeug doch. Ja, dann nehme ich doch nicht das Werkzeug nur für 5% und die restlichen 95% entwickle ich nochmal schnell selber. Ja, nein. Ja. Also als Informatiker ist immer wichtig zu verstehen, ich habe ein Problem, kann ich das abbilden auf irgendwas, was schon existiert, wo sich schon Heerscharen von Forschern und Ingenieuren Gedanken darüber gemacht haben. Wenn das der Fall ist, versuche ich doch, mein konkretes Problem auf ein existierendes Problem und dessen Lösung abzubilden. Ja, da spare ich mir unendlich viel Arbeit. Das ist das Faulheitsprinzip der Informatik, wahrscheinlich auch sonst im Engineering. Wenn Sie eine Brücke bauen, fangen Sie nicht an, neue Arten von Stahlträgern zu entwickeln. Ja, das ist Schwachsinn. Ja. Dann gucken Sie, was für Stahlträger gibt es denn? Die Stahlträger, die ich kaufen kann im Fachhandel, reichen die aus für meine Brücke? Und in 99,9%, jo, reicht, alles klar, einfach kaufen, passt. Ja. Und so funktioniert jede Art von Technik, Ingenieurswesen. Man versucht immer aus bestehenden Teilen was zu bauen. Ja. Das ist ganz wichtig. Also, das Problem bei SQL, um wieder zurückzukommen aus der Analogie, ist halt das, dass SQL leider oft verwendet wird für das Schreiben und Lesen einzelner Tupel. Ja? Es ist praktisch wie so ein Schubkastensystem, wo ich mal einen Tupel reintue und dann irgendwie später wieder rausnehme. Ja? Das nennt man, damit es ein bisschen cooler klingt, auch CRUD. Create, Read, Update, Delete. Das heißt, ich habe so eine Art tupelartiges Dateisystem, wo ich mir immer nur einzelne Tupel hole. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, das Tupel Jens Dittrich und da steht dann, weiß ich nicht, mein Geburtsdatum und keine Ahnung, dass ich hier Professor bin oder sowas. Ja, einzelnes Tupel, statt eher analytisch das auch zu nutzen, wie ich es Ihnen gezeigt habe mit dieser Gruppierung. Ja, Gruppierung fasst ja irgendwas zusammen, da wird nicht ein einzelnes Tupel genommen, sondern werden mehrere Tupel zusammengefasst. Ne? Und das ist ungefähr so, als würde ich eine komplette Fabrikproduktionsstraße als Flaschenöffner benutzen. Also ich habe hier jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr pointierte Beispiele mal gebracht, aber es ist tatsächlich wirklich so, SQL ist unfassbar mächtig und wenn ich das nur so benutze, dann habe ich diese Power davon gar nicht benutzt. Ja, und das ist extrem unglücklich, weil dann das passiert, was ich eben schon angedeutet habe, Sie müssen Funktionalität nachimplementieren. Ja, also wenn Sie nur die einzelnen Tupel zum Beispiel holen und dann irgendwie weiterverarbeiten in Ihrem Programm, dann müssen Sie ja selber dafür sorgen, dass Ihre Software das korrekt macht, dass das getestet wird, dass genau das passiert, effizient, was Sie machen wollen. Und das ist ja Quatsch, das nachzuimplementieren, wenn das Datenbanksystem das für Sie schon abnehmen kann. Ja, ein Statement und Sie haben das vielleicht geleistet mit dem Datenbanksystem, wo Sie nochmal 3 Wochen eigentlich implementieren müssen. Und das zu verstehen, was kann das Datenbanksystem und was kann es nicht, was kann ich, Datenbanksystem ist das System, was dann SQL auswertet, was kann das System, was mein SQL auswertet, was kann es nicht, wie nutze ich es am geschicktesten, das ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit SQL und das geht leider immer wieder schief, oft genug gesehen. Ja, dann gibt es so lustige Statements wie SQL und insbesondere Joins seien langsam. Da geht vieles durcheinander. Also wenn Sie SQL angucken, wie kann denn etwas, was deklarativ ist, langsam sein? Hä? Ich habe doch noch gar nicht über Algorithmen geredet. Ich habe nur gesagt, ich beschreibe, was ich haben will in SQL. Ich habe Ihnen nicht erzählt, wie ich das algorithmisch umsetze. Also dieser Satz macht semantisch überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es halt Leute, die nehmen sogenannte NoSQL-Systeme, Hadoop oder Key-Value-Stores. Und das ist in allermeisten Fällen die falsche Entscheidung. Also man muss hier wirklich SQL sehen. Ich deklariere, wie mein Ergebnis aussehen soll. Und dann eine ganz andere Kiste ist, was ist das Programm, was das System, was SQL umsetzt, verwendet, um das Ergebnis zu berechnen. Das ist eine schwierige Forschungsfrage. Wir gucken dann nur 2 Wochen drauf in dieser Vorlesung. Aber ich gebe Ihnen dann eine Idee davon. Also es macht keinen Sinn zu sagen, das Deklarative ist langsam. Das macht aber keinen Sinn. Ne? Und gerade die Performance von SQL oder dem, was daraus entsteht, hängt halt von vielen Faktoren ab, aber nicht von Limitierung von SQL. Also da kommen wir dann später noch zu. Das ist eine riesenlange Geschichte, wo wir uns auch in der Forschung mit beschäftigen. Ja, und das Dritte ist, dass oft behauptet wird,
SQL kann nicht mit stärker strukturierten Daten umgehen, wie JSON, Objekten, Graphen und so weiter und so fort. Und dann wird ein Key-Value-Store genommen. Hat das mal jemand gehört, ein Key-Value-Store? Ja, okay. Sie waren das auch, Sie hatten mir bei Spark auch die Hand gehoben, ne? Haben Sie in der Industrie schon was gemacht damit, oder? Ich habe die noch nie in meiner Ah, okay, alles klar. Ja, gut. Also das sind so sehr populäre Werkzeuge, die auch Sinn machen können, ein Key-Value-Store. Aber bitte, bevor Sie einfach blinden Key-Value-Store benutzen, immer überlegen, ist das nicht eigentlich auch durch ein relationales, also durch ein SQL-System umsetzbar. Und es ist halt so, dass bereits für diesen über 20 Jahre alten Standard wurde das relationale Modell erweitert. Und wir hatten ja mehrfach schon darüber gesprochen, was seitdem möglich ist, dass eine Domäne ein beliebiger Typ sein kann. Ich hatte am Anfang mal gesagt, beim relationalen Modell, ja, eigentlich sind das so einfach strukturierte Typen, Integer, String, Float, was auch immer, aber bitte nichts Zusammengesetztes. Dieses Constraint wurde komplett weggeschmissen und man hat gesagt, nee, Domain, so ein Wertebereich, den ich nutze, um mir eine Spalte zu definieren, ein Attribut in einer Relation, das kann alles sein. Nest, sogar Nested Table. Wenn Sie an das Beispiel denken aus der ersten Stunde heute, Nested Table bei der Co-Gruppierung, haben Sie eine Nested Table. Sie haben den Wert der Co-Gruppe, dann kommen zwei Nested Tables, die Tupel aus R, die diesen Wert haben, und die Tupel aus S, die diesen Wert haben. Das ist eine Anwendung von Nested Tables, die wir, ich zeige Ihnen das vielleicht nochmal, weil es so schön war. Wo habe ich denn das definiert? Warte mal. Hier. Na, diese Definition, das ist im Grunde Nested Table. Nested Tables. Ja? Also hier vom Schema, hier ist eine Relation vom Schema R, hier ist eine Relation vom Schema S. Und das ist praktisch dann das, was Sie hier unten auch sehen. Ein Tupel besteht hier aus dem Integer und einer Relation vom Schema R, einer Relation vom Schema S. Das ist ein Nested Table. Das geht leider nur in bestimmten Datenbanksystemen, zum Beispiel Oracle. In Postgres müssen Sie einen Array-Typ definieren, leider. Aber von der Idee her gibt es gar keine Einschränkungen mehr. Ja, genau. Wenn Sie da auch als Hintergrund, das müssen Sie nicht jetzt gucken, aber ich würde Ihnen das sehr empfehlen. Es gibt einfach so ein paar Perlen. Ja? Da macht man 10 Jahre und richtig das Fach und dann kommt jemand und fasst das mal so richtig genial zusammen, was ja eigentlich das Problem ist mit den Domänen. Und das ist dieses Video von Markus Wienand, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Der dröselt das nochmal ein bisschen auf, was eigentlich das Problem war mit diesen verschiedenen SQL-Standards. Und warum das so oft missverstanden wird und warum man eigentlich jeden Datentyp da nehmen kann. Sehr schönes Video, ist auch nicht so lange, ich weiß nicht, viele Stunden oder so. Genau, also das sind die Fehler, die man vermeiden sollte. Also wie gesagt, es geht nicht nur um einzelne Tupel, also dieses CRUD-Prinzip, da geht es hier nicht rum. Das ist eine komplette Transformationssprache. Ich kann eine beliebige Menge von Relationen beliebig transformieren in irgendwas. Das ist der erste Aspekt. Performance und SQL sind auf zwei Achsen. Ja, das kann schief gehen. Es gibt Systeme, die machen aus einer beliebigen SQL-Anfrage ein langsames Programm. Ja, gibt es. Aber im Allgemeinen ist das falsch. Im Allgemeinen ist es enorm schnell und Sie werden Schwierigkeiten haben, als Entwickler die Performance von einem SQL-System auch in die Nähe zu kommen. Ja, also es ist meist viel schneller als das, was Sie selber machen. Und der dritte Aspekt ist halt, dass man eigentlich jede Art von Datenmodell, Datentyp, was auch immer, kann man mit SQL verarbeiten. Es gibt auch Sachen, wo man nachdenken muss. Also ich würde zum Beispiel keine Bilddaten, ja, JPEGs oder weiß nicht, MOVs, MP4s oder sowas in ein Datenbanksystem stecken, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Metadaten da reinzustecken, das macht enorm viel Sinn. Ja, und ich glaube, deswegen fangen wir. Soweit sind wir gekommen. Fangen wir mit konkret mit SQL nächstes Mal an. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder.